Okay. Oh, ich hab da echt überhaupt keinen Bock drauf, ne? Haben wir einen Quicksave gemacht? Wir machen einen Quicksave. So. Los geht's! Juhu! Ich höre Slicks. Ja, das war natürlich klar, dass das passiert jetzt. Aber jetzt wissen wir müssen nach oben. Und nochmal. Okay. Kommen wir jetzt da in dieses Büro-Ding da? Ja. Also wenn man das als Büro-Ding da betiteln kann. Ach, da kann man gar nicht hoch. Weil das nicht gelb ist. Da war ich doch ein bisschen verwirrt. Wo haben wir denn den letzten Quicksave gemacht? Ich glaube, wir haben gar keinen gemacht, ne? Okay. Was haben wir denn hier zu lesen? Bombworks. Achso, das haben wir. Die Sicherheit geht vor. Da sehen wir nochmal, wie wir mit dem Quatschen an alles Slicks. Wenn ich dich ansehe, dann hör mir zu. Wenn ich hier bleiben sage, warte auf meinen Befehl. Mach sie platt bedeutet schießen. Mach schon heißt, du sollst einen Hebel oder am Liftseil ziehen. Klar, kapiert? Gut. Das heißt, also wir haben hier gerade noch eine kleine Einführung bekommen, wie wir was zu benutzen haben. Oh, ich mag das hier nicht. Oh, ich mag das echt nicht. Achso, man muss sie angucken. Jetzt... Der braucht so lange, bis er geht, ne? So. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie hier... Nicht du! Nee. 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 Nee! Du sollst dich nicht rumdrehen. Nee. So. Boah, ich muss, weiß nicht mehr, wie das geht mit der Steuerung. Komm jetzt einfach mit hier. Komm mit, du Pisser. So. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Okay. L2 und X. Nee. So. Boah, warum bleibst du denn immer stehen, Mann? Was ist hier los? Was ist mit dem Controller kaputt? Nee. Oh. Oh, Gottes Willen.
Alter, war das knapp. Der weiß ganz genau, wo er hingehen muss. Das gefällt mir nicht. Ich will das nicht machen. Weil ich kann ja ungefähr schon mal davon ausgehen, wann die zu Ende sind. Oh. Jedenfalls kann man ungefähr davon ausgehen, wann jetzt die Stocks da rauskommen. Nämlich, wenn man gerade so noch unter der Fleischsäge wegkommen kann, dann ist Ende. Und das Blöde ist, wenn man dann nochmal sagt, macht sie platt und man in den eigenen Schuss reinläuft. Das ist nicht so doll. So. Schon wieder der Letzte. Ach, Mann. Unten drunter ist dann nochmal genau das Gleiche. Ich muss mal gucken, wie der sich verhält, wenn wir mit Dreieck springen. Ob der eher nach oben springt oder ob der sich zusammenbückt und dann nach vorne springt. Das muss ich mal gerade beobachten. Ah, das ist... Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist besser, wenn ich dann einfach normal gehe. Das wollen wir natürlich auch noch retten, ne? Jetzt komm her, du sollst nicht überall stehen bleiben. So. Quick save. Hier gibt es auf jeden Fall ein bisschen mehr. Also ein bisschen mehr als eben. Und da kommt die Blaze schon ins Stottern. Sehr schön. Das lief doch besser als ich dachte. Okay, hier ist nochmal. Ich mag, dass die Augen von dem Glacken leuchten irgendwie. Komm her jetzt. So. Ich glaube, hier ist jetzt sehr lange. Also wie langsam sich die Fleischsägen da oben bewegen. Einfach nur gespam mit der X-Taste. Mit L2 natürlich. Okay. Das war ganz gut. Ah, okay. Telefonzelle. Uhu. Ich glaube, der ist eh gleich weg. Ich stell den hier drunter. Achso. So. Dann ist er nämlich auf jeden Fall Schrott. Hi, hier ist Direktor Flag. Ja, Sir. Hören Sie, Aktion Blitzschlag auf der Stelle abblasen. Hä? Was? Und dann öffnen Sie das Haupttor, Dalli Dalli! Oh. Na los doch, Sie Idiot! Oh, alles klar. Order is order. Okay, jetzt müssen wir schnell sein. 26 Sekunden haben wir für irgendwo hinzukommen. Ich glaube, wir müssen nur da unten durch. Durch die Fleischsägen. Ja.
das ist jetzt auch natürlich die beste Stelle überhaupt, weil wir ja auch so gut mit dem Steuerkreuz momentan sind, ne? Weil da haben wir auch momentan überhaupt keine Probleme mit. Schon wieder. Ich kann das nicht unter Zeitdruck. Vor allem, das ist, glaube ich, sehr viel... Ah, Moment, man muss da, glaube ich, nochmal nach oben über so ein Ding drüber und dann in den Brunnen rein. Also ein bisschen kommt da noch... Also ein bisschen, wirklich ein bisschen. Früher habe ich nicht... Oh, da kommt schon das Gas. Ah, hier kommt kein Gas. Das ist gut. Früher habe ich nicht dran gedacht, dass man die Sägen wieder ausmachen kann, ne? Nee, du nicht. Ich mach das selber, komm. Was man... Nee, wie war das? Ach. Jo. Irgendwie gab es da einen Spruch. Irgendwas mit, wenn man es selber macht, dann macht man es richtig oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr, wie der Spruch ging. War auch jetzt nicht, macht man es richtig, das war irgendwie anders. So, Haupthalle, zurück in der Satzvervollständigung for the win. So. Normalerweise. Aber ja, Slick Barracks haben wir durch. Boneworks haben wir auch durch. Jetzt können wir. FICO-Vorstandsbüro oder Soulstorm? Ich glaube, wir müssen erst noch ins FICO-Vorstandsbüro. Bin mir da jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Oh, ich glaube, wir brauchen gar nicht Dingsbums hier, ne? Brauchen wir gar kein Fürzchen. Ich glaube nicht. So, erstmal gucken, wo wir hinkommen. Weil irgendwo waren zwei, irgendwo waren drei. Ja, da ist nämlich das FICO-Depot. Das ist nur die Frage. Da nicht. Ich bin nur ein bisschen verwirrt, weil da unten zwei Fläschchenhaufen liegen. Aber ich denke mal, da ist nur links vor dem Soulstorm Brewery Schild. Also unten drunter, da ungefähr, wo der Pfeil ist. Da ist, glaube ich, da ist das, glaube ich, Punkt. So. Haben wir uns das hier schon angeguckt? FICO-Vorstandsbüro wegen Sicherheitsalarm geschlossen. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Genehmigung von Direktor Flagg und General Drippig. Worauf wartest du noch? Besuche das Boneworks und die Slick Barracks. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Deswegen dürfen wir jetzt ins FICO-Depot. Ne, Quatsch. Wir sind im FICO-Depot. Und jetzt gucken wir uns hier das Video an, falls es eins ist. Die McGurks auf dem Vormarsch. Das Neueste von heute. Vizepräsident Aslicks Rede an die Modaken-Gewerkschafter. Ihr stinkenden Sklaven! Ich meine, meine verehrten Arbeiter. Onkel Aslick behandelt euch doch ausgezeichnet. Ich liebe euch alle wie meine Kinder, klar? Gräßt euch also diesen Eb sonst! In die Brühefässer mit euch allen! Na, wie lange soll ich warten? Bewegt euch! In Koproduktion mit der Soulstorm-Brauerei. Eure Mühe ist unsere Brühe. Wird auf jeden Fall sehr lieb mit den Arbeitern umgegangen. Und ich muss mal gerade sagen, die Stimme von unserem Herren, den wir gerade gesehen haben, erinnert mich ein bisschen an... Ist es Manni Ludolf? Der
kleinste und ich glaube kleinste und dünnste von den Ludolfs ist das, glaube ich. Der mit seinen komischen Zwergen da immer geredet hat. Ich glaube, das war Manni.